Die kommen und haben keinen Plan von der Methode der juristischen Verlösung. Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und ja, dieses Video hat den zugegeben etwas reißerischen Titel Eure Zukunft steht auf dem Spiel. Aber heute in diesem Video geht es tatsächlich um nichts weniger als um die Zukunft der Juristen, um die Ausbildung der Juristen, um das Jurastudium. Und dafür bin ich heute bei Arnim Rosenbach. Vielen Dank für die Einladung, lieber Arnim. Herzlich willkommen, Dominik. Wer du bist, was du machst, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich würde gerne zu Beginn hier aus der NJW 15 2019 zitieren, nämlich aus dem Editorial von Frau Professor Dr. Katrin Gierhake aus Regensburg. Sie sagt, sie kennt keinen Kollegen, der folgende Aussage nicht zustimmen würde. Den guten Juristen erkennt man nicht an der Kenntnis unendlich vieler Details und Meinungen, nicht an der Fähigkeit zur Repetition erlernten Wissens und auch nicht an eingehämmerten Schlagwörtern. Eingehämmerten übrigens mit Ä, nicht mit E vielleicht an der Stelle. Die Forderung von Frau Professor Gierhake, den Stoff pro Fachsäule, also den examensrelevanten Stoff pro Fachsäule, um die Hälfte reduzieren. Also einfach mal die Hälfte des Stoffs weg, weil es nicht relevant, weil es kommt nicht darauf an, Dinge auswendig zu lernen. Woran erkennt man den guten Juristen? Am Denken können, und wie bringt er das zum Ausdruck? Dadurch, dass der gute Jurist Folgendes kann. Erstmal interessiert er sich brennend für das Leben, das ihm zur Gestaltung oder Beurteilung anvertraut ist. Das ist in der Universität schon nicht der Fall. Sachverhalte fallen vom Himmel, liegen in gedruckter Form vor. Mhm. Nein, man muss sich für das Leben interessieren und das aus den Interessen, den Empfindungen der Beteiligten verstehen. Das machen alle wirklich guten Juristen. Zweitens muss man genaue Aufmerksamkeit darauf richten, was eigentlich rechtlich gefragt ist. Also Fokus auf die Fragestellung, denn genau das ist es, was hinterher abgearbeitet wird. Das und nichts anderes. Der gute Jurist erkennt also die Fragestellungen, die aus dem Sachverhalt kommen, was die Beteiligten wirklich wollen, was die interessiert und destilliert dann, sofern es nicht wie in einer Klage etwa vorgegeben ist, die Fragestellung heraus. Ein guter Jurist kann gut fragen. So, und das dritte Element ist dann, der gute Jurist kann souverän mit dem Gesetz umgehen. Denn die Fragestellungen, die aus dem Leben kommen, die arbeitet der Jurist anhand von Gesetz und Recht ab. Das steht so in Artikel 20 Absatz 3 unserer Verfassung, aber ist weit entfernt davon, im Rechtsstudium tatsächlich im Mittelpunkt zu stehen. Also der gute Jurist greift zuerst zum Gesetz, destilliert die anwendbaren Rechtsregeln dann heraus, kann die Antwortfahrpläne entwickeln, aus denen sich die rechtliche Beurteilung der aus dem Leben kommenden Frage ergibt. Aber lernt er genau diese Fähigkeiten im Studium, der Jurastudent, der Jurist, der zukünftige? Leider nicht. Das ist nämlich genau, das ist auch meine Beobachtung und auch das, was ich aus vielen Gesprächen mit Studenten immer wieder raushöre. Und das ist ja auch letztlich ein Grund, warum es diesen Kanal gibt. Der Druck ist immens, haben wir unter anderem gehört von eben Frau Professor Gierhake, die sagt, ja, es ist viel zu viel Stoff, den braucht man gar nicht. Du bestätigst es auch gerade. Und was ich bei deiner Vita vielleicht zur Erläuterung, warum sitzen wir heute hier, was ich besonders spannend finde, du kommst jetzt nicht aus der reinen Lehre, sondern aus der Praxis. Du bist Anwalt, du bist Mediator und hast, ich weiß nicht, über 20 Jahre Berufserfahrung und ebenso lang unterrichtest du auch Studenten an verschiedenen Universitäten und deswegen kommst du nicht nur aus der Theorie, sondern durchaus mit dem Blick für das Praktische, was ja, sagen wir, manchmal auseinanderfällt, genau. aber hast diese Verbindung und sagst trotzdem oder gerade deswegen, das, was man eigentlich als guter Jurist braucht, das lernt man nicht an der Universität. Deine Erkenntnis, dass die Ausbildung, wie sie im momentanen Zustand sich befindet, dass die nicht wirklich auf die Praxis vorbereitet, auf die Zukunft eines Juristen, muss ja nicht nur der Anwalt sein, kann ja auch jeder andere juristische Beruf sein. Ist es die Erkenntnis deiner praktischen Tätigkeit als Anwalt oder hattest du die schon viel früher? Es kommt aus jeder Richtung. Aus den Coachings der Studierenden, die kommen und haben keinen Plan von der Methode der juristischen Verlösung. Die wird an der Universität auch in Repetitorien mehr vorausgesetzt. Man nimmt an, dass das nicht weiter erläuterungsbedürftig ist. Und dann sollen die Studierenden anhand von materiellem Wissen Fälle lösen. Da sind sie im Grunde fast aufgeschmissen. Denn nur derjenige, der den klaren Plan von seiner eigenen Methode hat, kann den auch anwenden. Und meine Erfahrung ist, die Studierenden haben diesen Plan nicht. In 25 Jahren hatte ich von den vielen hunderten jungen Menschen, die ich ausbilden durfte, niemanden, der mir die juristische Methode wirklich sauber darlegen konnte. Das Zweite ist, die anwaltlichen Produkte, mit denen ich mich auch sonst hier befasse, sind oft weit entfernt davon, wirklich mit dem Recht umzugehen.
Die Begriffe werden beliebig durcheinander geworfen, gesetzliche Bestimmungen werden nicht zitiert, denn die sind ja überflüssig. Mhm. Man versucht aus einem wolkigen Gefühl von Judiz den Richter irgendwie zu beeinflussen. Mhm. Das geht vielleicht am Amtsgericht oder Landgericht, mhm. aber je weiter oben, desto mehr muss tatsächlich sauber gearbeitet werden. Mhm. Insofern ist das ein im Grunde ziemliches Desaster. Und das Erstaunlichste ist, es scheint niemanden wirklich zu stören. Die Durchfallquoten, dass nur so wenige Studierende wirklich gute Noten haben. Und vor allen Dingen Veranstaltungen, denen diese Methode als solche mal im Mittelpunkt steht, sind die Ausnahme, wenn ich sie denn überhaupt gibt. Das gibt's nicht. Man ist immer, man wird zugeschüttet mit Stoff, aber die Methode kommt zu kurz. Der Gutachtenstil wird vielleicht am Anfang des ersten Semesters mal so ein bisschen erklärt, erörtert und ab dann wird es im Prinzip vorausgesetzt und es wird nie wieder drüber gesprochen, es wird einem nur angekreidet, wenn man es falsch macht. Und ich bin das sozusagen das mein eigenes Beispiel, dass es so nicht geht. Mhm. Trotz brennenden Interesses für das Recht ist es mir gerade nicht gelungen, an dieser Eingangseinführung des Syllogismus, der als solcher recht simpel ist, dann wirklich den kompletten Plan zu entwickeln, wie das geht. Mhm. Ich bin also selber in die Irre gelaufen und habe darunter auch massiv gelitten, denn ich wollte den Anforderungen gerecht werden. Mhm. Und ich bin schier verrückt geworden, das nicht zu können, weil ich nicht wusste, wie. Und jedenfalls die Ausbildungsangebote, die ich hatte, haben mir das so nicht mitgeteilt. Kann es sein, dass sich vielleicht auch deswegen nichts ändert, weil diejenigen, die heute vielleicht formal etwas ändern könnten am Studium, sagen, ich musste ja auch durch, mir hat es ja auch keiner erklärt, also soll die Uni das auch zukünftig den Studenten nicht vermitteln und erklären? Also das Beharrungsvermögen etablierter Juristen ist gigantisch. Sie sind noch nie oder in seltensten Fällen durch Innovationen aufgefallen, es sei denn, sie haben die Jurisprudenz verlassen, wie Johann Wolfgang Goethe, E.T.A. Hoffmann und andere. Ich würde mir wünschen, dass es innerhalb der Jurisprudenz aufgeschlossene Geister gibt. Die gibt es auch. Mhm. Zum Beispiel Stefan Breitenbach mit Mediation und anderen guten Dingen. Mhm. Aber die Ausnahme, das wären so Leitbilder. Nein, generell und von Prüfungsseite ist da wenig zu erwarten. Ich glaube, das muss von unten kommen. Es muss von unten kommen und es kommt von unten, nämlich aus der Mitte. Du hast bereits einen Kurs ins Leben gerufen und den machst du auch schon, nicht jetzt neuerdings, sondern schon seit vielen Jahren. Lege Artis, hauptsächlich in München, glaube ich. Ne? Ja. Und dort vermittelst du genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich diese Methodik, die Grundlagen, das, was immer ist. Es geht nicht darum, die 100. Meinung auswendig zu lernen oder irgendwie den x-ten Streit, sondern es geht darum, die Methodik zu verstehen. Und magst du mal kurz zusammenfassen, was ist der große Begriff der Methodik? Was vermittelt ihr bei Lege Artis? Wir vermitteln die Schule des kunstgerechten juristischen Denkens. Mhm. Die bauen wir in dem Kurs einzeln auf und wir leiten sie ab aus den Bestandteilen, aus denen juristische Arbeit besteht. Mhm. Das ist erstens zwei Menschen, zwei oder mehr, Mensch-Mensch, Empfänger und Sender. Mhm. Dann haben es die Juristen immer mit einem Lebenssachverhalt zu tun und auf den wollen dann Gesetz und Recht angewandt werden, nochmal Artikel 20 Absatz 3. Und das alles findet statt oder kommt zusammen unter dem Gesichtspunkt einer Fragestellung. Mhm. Das kannst du dir wie eine Pyramide vorstellen. Mhm. Also hier die Seiten und oben die Fragestellung, die das alles verknüpft und zusammenbringt. Mhm. So, wir befassen uns also damit, wie man Sachverhalte wahrnimmt, dann die Wichtigkeit von Fragestellungen, wie vorhin erörtert, und dann vor allen Dingen erläutern wir die nur fünf gedanklichen Schritte in der Arbeit mit dem Gesetz. Es sind fünf, das kriegst du gleich. Es sind fünf, richtig, denn auch da beginnt es sozusagen mit der Fragestellung. Mhm. Und aus der Fragestellung heraus wollen Obersätze entwickelt werden. Das sind Konditionalprogramme, wenn dann. Das ist noch abstrakt generell. Mhm. Und das muss dann im Wege der Auslegung so weit verfeinert werden, bis man gleichsam von oben nach unten, wie so ein Trichter, kann man sich das vorstellen, dann man sich dem Sachverhalt nähert und dann der Abstand sozusagen so gering ist, dass man erkennt, dass auf der Hand liegt, wir sagen es evident ist, ob eben der Sachverhalt nun ein Fall der so ausgelegten Norm ist oder nicht. Anschließend wird subsumiert, will heißen festgestellt, ob eben der Sachverhalt ein Fall der Norm ist, ja oder nein, und daraus dann die Schlussfolgerung gezogen, Schritt 5, die Conclusio im logischen Sinne, ob eben die Rechtsfolge aus dieser Norm eintritt oder nicht. Das ist im Prinzip recht simpel. Wo ist die Schwierigkeit? Ja, dass wir die Prüfungsmaßstäbe, die rechtlichen Regeln, tatsächlich direkt aus Gesetz und Recht entnehmen. Und das überrascht die Studierenden leider vollständig.
Denn das ist die mit allergrößte Lücke der Ausbildung, dass den Studierenden durch Prüfungsschemata und auch sonst die Transformation der abstrakt generellen Rechtsregeln, wie sie im Gesetz niedergelegt sind, in einen auf die Falllösung bezogenen Prüfungsmaßstab aus der Hand genommen wird. Das wird nicht geübt, dass diese Transformation stattfindet. Das ist so, aber wie und warum, das wird nicht gelehrt. Mhm. Und das ist das Hauptmanko. Mhm. Denn das ist nicht nur von Verfassungswegen so, dass das so sein muss, sondern es wird auch so geprüft. Denn in den Prüfungsschemata, die man in den Klausuren, wenn man sie korrigiert bekommt, den Examensklausuren wohlgemerkt, sind die einzelnen Tatbestandmerkmale der Normen tatsächlich aufgelistet. Alles ganz sauber. Und nur derjenige, der auch bei unbekannten Normen das aus dem Gesetz entwickelt hat, der hat eine Chance, genau diese Merkmale zu treffen. Und diese Aufgabe ist tatsächlich enorm schwierig. Selbst wenn man das Konzept gut verstanden hat, bedarf es einer ganz erheblichen Übung, um das richtig gut zu machen. Und genau diese Übung machen wir im Kurs ebenfalls. Denn im Rahmen dieser Umwandlung des Gesetzestextes in einen fallbezogenen Prüfungsmaßstab stellen sich sehr viele Fragen der Logik, der Sprachlichkeit und so weiter. Und es ist eine große Kunst, den Sinngehalt des Gesetzes eins zu eins unverfälscht in die eigene Falllösung zu transportieren. Da gibt es das Missverständnis, dass man als Studierender unbedingt die Wiedergabe des Gesetzestextes vermeiden müsse. Das stimmt. Ist eine gefährliche Irrlehre. Man muss sofort subsumieren, wenn das möglich ist, beispielsweise Personen, um die es geht, Schuldner, Gläubiger oder die Sache. Sobald man weiß, was das ist, muss man das subsumieren. Insofern geht es nicht darum, das Gesetz abzuschreiben. Aber wenn die Begriffe noch nicht subsumptionsfähig sind, weil noch nicht evident, dann müssen die eins zu eins unverfälscht erstmal in den Prüfungsmaßstab aufgenommen werden, den Obersatz, und dann sauber ausgelegt werden. Und diese Sauberkeit findet so nicht statt, weder im Transport der Begriffe noch in der Auslegung. Denn es ist im Grunde eine ganz außerordentliche Energieanstrengung, aus dem Gesetz heraus diese Transformation so zu machen, dass unter Beibehaltung der Bedeutung man letztlich beim Sachverhalt ankommt, bis Evidenz erreicht ist. Diese Arbeit ist enorm anspruchsvoll. Das geht fast nur mit Übung und Anleitung. Mhm. Und das wird nicht gelehrt. Leider nicht. Es wird nicht gelehrt. Funktioniert es denn? Du hast jetzt den Kurs gibst du seit 20 Jahren, glaube ich. Ja. Mit wie vielen Teilnehmern ungefähr insgesamt? Maximal 12. Das liegt an unserem Format. Über die Dauer jetzt, meine ich. Wie viele hast du schon begleitet? Viele hundert gezählt habe ich nicht. Und hast du Feedback darüber bekommen, dass es funktioniert oder ob es funktioniert oder dass es nicht funktioniert, dass die Leute hinterher schlechtere Noten haben als vorher? Offen gestanden ist das Feedback auf berührende Weise euphorisch. Mhm. Wir haben Studierende geschrieben, ich könnte die Welt umarmen, lieber Herr Rosenbach, heute habe ich endlich einmal etwas gelernt, was mir hilft. oder ein anderer Studierender schreibt mir, lieber Arnim, ich habe jetzt gerade meine Examensnoten in der Hand, ich kann es immer noch nicht fassen, ich habe meine 9 Punkte erreicht. Du hast meine Arbeitsweise grundlegend verändert. Mhm. Und andere sagten, ja, hier, ich habe im Zivilrecht jetzt 16 Punkte im Examen geschrieben in einer Klausur. Und der Korrektor hat dann sagt dann also der Kandidat, er habe schon beim Schreiben gewusst, dass ihm hier etwas Schlüssiges, Zusammenhängendes gelingt. Und das ist also das Schöne, dass dieses Konzept nicht nur mit Gesetz und Recht übereinstimmt, sondern dass es für die Studierenden in der Prüfung und dann in der Berufspraxis und auch in meiner eigenen Praxis genau die Ergebnisse liefert, die es haben soll. Nämlich juristisch überzeugende Ergebnisse. Und was ist das Überzeugende? Dass die eigene Subsumption eben mit den gesetzlichen Bestimmungen in Übereinstimmung steht und deswegen überzeugt. Also es ist unverständlich, warum irgendwie dieser Teil im Studium zu kurz kommt. Mhm. Du hast diesen Kurs ins Leben gerufen, der findet jetzt in Kürze, die Termine, die verlinken wir unter dem Video, weil es findet jetzt in Kürze direkt einer statt. Ist für den Studenten völlig kostenlos, weil es wird von der Uni ausgerichtet. Lehrauftrag. Wir haben uns vor kurzem schon mal darüber unterhalten, es ist wichtig, diese Methodik, also das ist das, worum es geht, das ist das, was man als Jurist am Ende des Studiums beherrschen muss. Es wird ganz offensichtlich nicht in dem Umfange gelehrt, wie es eigentlich notwendig wäre. Du schließt diese Lücke und hast einen Plan. Was soll denn mit Lege Artis zukünftig noch passieren? Was ist deine Vision? Die Vision ist, dass sich dieses pädagogische Konzept in die allgemeine Juristenausbildung verbreitet. Mhm. Also, wenn Frau Gierhake zutreffend fordert, Reduktion des Stoffes um die Hälfte, fragt man sich ja, was ist mit dem Rest der Zeit? Mhm.
Darauf habe ich, haben wir, meine rhetorischen Partner und ich, die Antwort: Methodentraining, konzeptionelle Vermittlung und dann Training. Denn nur so wird der Jurist zum Juristen, indem er nämlich souverän mit dem Gesetz umgehen kann. Und dieses Konzept soll sich also in die Ausbildung verbreiten. Das bedeutet, es steht die Gründung eines eingetragenen Vereins bevor, der Gemeinnützigkeitsanerkennung erhalten wird. Das ist mit dem Finanzamt schon abgestimmt. Und das ist dann die Plattform dafür, dass interessierte Juristen dann sich engagieren können, diese Methode kennenlernen, respektive auch dann Trainer werden, damit sich das weiter rumspricht, Vorträge halten, am Ende Professoren dafür gewinnen, als Unterstützer aufzutreten. Und einige konnte ich schon davon überzeugen, wie Professor Reinhard Greger, den ZPO-Kommentator, ehemaliger Richter am BGH. Da lief ich offene Türen ein, der hat sich riesig gefreut, dass endlich einmal jemand genau das macht, was er auch schon immer propagiert hat. Ja, und letztlich soll dieser Verein die Plattform der Juristen sein, die ihre Arbeit überzeugend tun, überzeugend erklären können und damit Träger dieses fantastischen demokratischen Rechtsstaats sind, der eine der schönsten Verfassungen der Welt hat, aber der in seiner Existenz eben nicht selbstverständlich ist. Pate steht da das Wort des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Wolfgang Böckenförde. Die sogenannte Böckenförde-Doktrin, wonach also der weltliche Staat die Voraussetzungen seiner eigenen Existenz nicht garantieren kann. Nicht wahr? Ein freiheitlicher Staat kann, weil er freiheitlich ist, die Bürger zu nichts zwingen. Das heißt, die Bürger müssen, um diesen Staat so zu erhalten, ihn selber tragen. Am Ende sind das unsere eigenen Gedanken, mit denen wir dieses Staatsgebilde tragen. Und so zielt diese Lega Artis Academy auf Juristen und andere Seelen ab, die diesen Staat befürworten und durch ihr Handeln und durch ihre Kräfte mittragen. Denn er ist eine der glänzendsten Errungenschaften der Staatenentwicklung der gesamten bekannten Welt. Das heißt, man kann doch unterm Strich zusammenfassen, man kann das System, in unserem Fall das Jurastudium, kritisieren. Das tun wir beide, das tun noch andere. Aber damit ist es nicht getan, sondern man muss auch letztlich am Ende etwas dafür tun, dass es besser wird. Man muss auch irgendwie einen Verbesserungsvorschlag haben, präsentieren, dafür kämpfen. Und das tust du mit der Lega Artis, mit der Academy, mit dem Verein, gemeinnütziger Verein. Es geht darum, diese Methodik. Ja, es ist ein Faktum, dass es einfach viel zu kurz kommt. Und das Ziel muss sein, das systematisch irgendwie zu verbreiten über die Universitäten in ganz Deutschland, damit es irgendwie, damit es vorangeht. Und deswegen solltet ihr Lega Artis unbedingt im Auge behalten. Wie könnt ihr das tun? Es gibt eine Webseite, glaube ich. Ja. Die werden wir unter dem Video in der Infobox verlinken. Dort werden wir auch die nächsten Termine eintragen. Und dieses Video sehen erfahrungsgemäß nicht immer nur Studenten und Juristen, die gerade in der Ausbildung sind, sondern auch zunehmend Anwälte oder Menschen mit erstem Examen zumindest. Die sind auch aufgerufen, wenn sie sagen, das ist genau das, was ich auch schon immer gesagt habe. Die sind herzlich eingeladen und aufgerufen, sich zu melden. E-Mail-Adresse werden wir auch verlinken unter dem Video. Herzlich willkommen. Es geht wirklich darum, die Juristenausbildung muss methodischer werden. Das betrifft die, die es lernen sollen. Und genauso die, die das verbreiten können, die den Gedanken in die Welt hinaustragen können, das verbreiten sollen, quasi als Multiplikatoren. Und deswegen finde ich es eine sensationelle Sache, weil das ist definitiv etwas, was ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann. Das kommt viel, viel zu kurz. Und man auch alles, was mit Repetitorien und so weiter zu tun hat, man verliert sich im Stoff und die Methodik kommt zu kurz. Das muss geändert werden. Und vielleicht möchte ich mit einem Wort von Erich Kästner schließen. Nicht nur ein grandioser Kinderbuchautor, sondern ein wirklich weiser Mann, der sagte: Wissen ist Macht, falsch gedacht. Wissen ist wenig, Können ist König. Ein fantastisches Schlusswort. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. In diesem Sinne, guckt euch Lega Artis genau an. Alle Infos und natürlich auch das Editorial von Frau Professor Gierhake findet ihr unter diesem Video. Und ja, lieber Arne, vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Und schaut euch das unbedingt an. Nein, danke dir. Wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Dominik und euer Arnim Rosenbach.